Es geht um deine Strategie. Du musst in diesem Spiel für ein neues Ziel alles geben. Nur die Besten überleben. Hey, was geht ab, Leute? Komm hier. Wieder Dimi am Start. Folge 4. Im Regen. Richtig schlechtes Wetter. Ja, Mann. Wir sammeln gerade Tram. Das ist vielleicht auch ein Tipp für Spieler, die es noch nicht wissen. Wir sammeln gerade Kilometer mit der Tram. Ja. Ist gut zum Eier schlüpfen, ist gut zum Stop sammeln, falls man keine Welle mehr hat. So kommt man schnell einmal um die Stadt. Kann alle Stops mitnehmen. Ist nicht schlecht. Ideal jetzt für das Wetter. So ist es heute, Folge 4. Aus der Tram. Ich bin glücklich, ja. Das ist auch in der Nähe. Ja. Yes, 10 Kilometer ein. Gönn dir. Oh mein Gott, was passiert? Was hast du gemacht? Keine Ahnung. Ammonitas ist auch hier. Was passiert, oder? Umsteigemöglichkeit zu. Okay, aber ich kann ja sehen, was geschlüpft ist. Ja. Nicht so spektakulär für die Kamera. Das war Fundatum, das letzte. Oh mein Gott, tot, ein Magma, Mann. Leider nicht so toll, wenn man schon so viel hat. Aber guter Tag. Wir sind hier in Los Toria. Da wird es auch bald ein paar Videos geben. Auf unserem dritten Channel. Gastrogar Reviews. Mit Kritiken. Ja. Den haben wir aber echt vor, gell? Ja. Dass man nicht so unterwegs in der Tram findet. Bonitas. Schauen wir mal. Oh mein Gott, das hat sich wieder befreit. Ein Ari. Nee. Tot, Mann. Ist Ammonitas sehr hartnäckig? Ja, Mann, bei mir auch. Okay, diesmal Hyperball und anders geht's, glaube ich, nicht. Ja, das ist ja noch einiges. Ja. Was ist da drin? Doch nicht, ich dachte, ich wollte. Los, müssen wir nicht auf die andere Seite. Doch, aber hier ist eine Arena, in der sehe ich sehr viel Potenzial. Oha. Da will ich reintun. Die braucht 1500. Wenn ich mit einem schwächeren Pokémon als Giflor kämpfe, ist es halt so, dass du immer, wenn du dann gewinnst, dass du genau 500 irgendwas kriegst. Das okay. Heißt, drei Kämpfe reichen und ich kann da rein tun.
dass ich jetzt erstmal mit Flamara antrete. Gegen das Skiflo. Typvorteil natürlich. Und da ich schwächer bin, das kann man auch dann gleich in dem Video sehen. Welches Level bist du, Hang? 23. Okay. Okay, dafür, dass Song die Hälfte nur daheim gespielt hat, schon gut eigentlich. Oh, okay, hat mir Blütenwirbel gegeben, das hat er böse viel abgezogen. Na, ist die Hälfte so. Alter. Okay, ich bin tot, Mann. Oh, oh mein Gott, Mann. Okay, leider keine Fahrer. Ja, das war zu stark gerade. Giflor, Mann. Ich hab nie gesehen. Das war echt stark. Ich überlege gerade. Das müsste. Ja, Lamus hat Typnachteil, das wäre nicht so gut. Ich muss mir überlegen, dass ich noch antreten kann. Ich will halt. Relaxo könnte es schaffen. Relaxo ist schwächer, aber es hat eine krasse Defense und es hat Hyperstrahl. Und ich kann Schlecker. Oder was konnte der Senkopfstoß, glaube ich? Weil mein Attack ist gerade sehr effektiv. Ich glaube, es war Senkopfstoß. Da der Überstrahl sitzt. Oh mein Gott, Mann, das war saftig. Da macht Blütenwirbel, ich versuche auszuweichen. Nee, klar. Okay, Relaxo ist gerade irgendwie aus dem Bild. Und der Überstrahl sitzt jetzt und das ist vorbei. Und auch relativ knapp. Es war knapp, aber ich bin auch über 150 schwächer. Und jetzt gehe ich raus. Und jetzt sieht man, jetzt müsste ich eigentlich um die 500 kriegen. Weil mein Pokémon, da, 548, wie ich es gesagt habe, wenn du mit einem Schwächeren antrittst, kriegst du automatisch mehr Erfahrung. Also immer um die 500 müssten es sein. Und so finde ich, so bin ich der Meinung, ist es besser zu leveln, anstatt mit einem starken gegen ein, zwei Pokémon, weil du brauchst länger. Und das 1, auch wenn es stärker ist, 2 Pokémon schafft, ist immer unwahrscheinlich. Also ich habe mal mit dem 2000er Gyarados habe ich einen 1-4er und einen 1-5er zwar zerlegt, habe aber nur 400 bekommen. Also bin ich der Meinung, dass es immer so besser ist zu leveln. Jetzt muss ich nur noch 2 Kämpfe machen, dann kann ich reinsetzen. So. Und das war's mit Giflo. Das war auch wieder sehr knapp. Und dann flüchten wir mal, weil es lohnt sich eh nicht mehr gegen Quapo zu kämpfen. So, und wieder 500, nur noch ein Kampf. Bei diesem Flüchten, da trifft er ja noch einmal, kann man da sterben? Da könntest du noch theoretisch sterben, ja. Beide. Aber ist eventuell nicht schlecht. Ich habe halt genug Hyper- und Top-Tränke. Mhm. Für Leute, die Tränke zum Beispiel zu wenig sind, ich finde, am Anfang kriegt man zu viele Beleber. Wenn du Beleber einsetzt und dann zum Beispiel deine kleinen Tränke, dann hast du mehr Platz im Beutel. Und so sparst du dir halt die großen Tränke. Ich habe halt jetzt so viele, deswegen ist es mir egal. So, der letzte Kampf. Und dann tue ich mein 2000er Gyarados rein. Wird immer wärmer. Gutes Zeichen. So, dann geben wir ihm noch den Hyperstrahl. Er wird jetzt gleich seinen Blütenwirbel einsetzen. So, ich bin einmal ausgerichtet. Er hat schon Blütenwirbel gemacht, oder was? Man hat es nicht mal gesehen. Oh mein Gott, das war saftig, das war der Blütenwirbel. Das zum Beispiel... Okay, Double K.O. Oder was war das? Oh mein Gott, Mann. Dun, dun, dun. Okay. So, gleich den Hyperstrahl wegmachen. So, den Blütenwirbel versuchen auszuweichen und ausgewichen, erfolgreich. Ja, das war's auf jeden Fall. Jetzt kassiert er nochmal den Hyperstrahl und dann ist Game. Und das war's. Genau, jetzt kann ich rausgehen, noch mit über Hälfte des Lebens. Theoretisch könnte ich das Kapo probieren, aber brauche ich ja nicht mehr. Die Arena ist jetzt auf 7 und jetzt kann ich reinsetzen. Tun wir das 2021 Gyarados rein. Ich denke mal, das ist ganz gut hier. Jetzt können wir uns die Arena nochmal anschauen. Das Giflor, was ziemlich stark war. Danach Quapo. Und Gyarados, das ist meins.
danach ein gutes Lamos, nochmal Garados, nochmal Garados und das 3000er Dragoran. Ich denke mal, die Arena ist ziemlich stabil. Vermutlich könnte die ein bis zwei Tage halten. Je nachdem, ob ein bis zwei Rote kommen. Zusammen kann man das halt immer einnehmen. Aber an sich ist sowas schon nicht so einfach einzunehmen. Magneto. Magneto. Auf Englisch heißt Magneto. Oh mein Gott, das ist geflüchtet. Unsere Tramfahrt. Was ist dein Fazit dazu? Ja, hoppla. Fazit ist, kilometertechnisch hat es sich gelohnt. Ich konnte einen 5 Kilometer erschlüpfen, wo noch 1,5 Kilometer gefehlt haben. Ich habe dann gleich noch mal 2 Kilometer Ei reingetan. Ja, es braucht auch nur noch 300 Meter. Und das sehr Gute ist, ich war bei fast 30 Bällen insgesamt mit Super- und Hyperbällen. Und jetzt konnte ich gut aufstocken, 194 Bälle, 33 Super- und 23 Hyperbälle. Also wenn man irgendwann ein Hotspot ist, wo viele Lokmodule an sind, ist es halt immer scheiße, wenn die Bälle einem ausgehen, weil wenn etwas Krasses kommt, hast du halt Pech gehabt. Ja? Also ich finde, so eine Tramfahrt ist halt eine gute Ergänzung zum Lokmodul da sitzen halt. Wenn man nicht ständig auf Arena-Jagd geht, ich finde, Pokémon kann man halt vielseitig machen. Also entweder man sammelt halt an den Hotspots, man geht rum und läuft und sammelt. Man kann Arena erobern oder man brütet halt mit der Tram oder mit Fahrrad, wie man will, halt die Kilometer. Also die Eier halt. Und ich finde, das ist halt so ein gutes Zwischending, weil das ist halt der beste Weg. Wenn du jetzt halt ohne Fahrrad bei dem schlechten Wetter, konnten wir das halt perfekt ausnutzen, weil es geregnet hat, hat sich das jetzt gut ergeben, dass wir ein bisschen mit der Tram noch rumfahren und die Pokébälle aufstocken einfach. So ist es. Genau. Das war's von uns. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business. Hey Leute, Kuchiro Yuga hier. Danke, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Vergesst bitte nicht zu liken, subscriben und kommentieren. Checkt doch bitte nochmal unsere Facebook-Seite ab und unsere Sponsoren. Und never forget, Yu-Gi-Oh! Is serious business.